Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten hier bei Sekiro. Ich werde versuchen, mich nicht vom Spiel allzu sehr triggern zu lassen. Ich versuche das mit einem guten Gefühl jetzt zu spielen. Ich hatte gerade ein super Gefühl bei Lies of P, das habe ich gerade gespielt. Und versuche, dieses gute Gefühl hier mit reinzunehmen. Alles gut, ich muss ja erstmal in die Steuerung reinkommen. Ich habe gerade eben Lies of P gespielt, das ist ein bisschen anders. Oh Mann, Leute. You too. How dare you hide Lord Sakuza from me? Das wäre wirklich geil auf einem T-Shirt, oder? Ich verstehe nicht, warum er sein Schwert nicht hochnimmt, wenn man drückt, ne? Es ist immer noch das Gleiche. Ich muss mich bei Sekiro auch so hart konzentrieren. Das ist keine Ahnung. Schade.
Es ist wirklich, ich würde hier auch wirklich gerne ein bisschen mehr vor mich hin quasseln. Aber ich muss mich einfach so krass... wirklich so krass konzentrieren. Ah, das war jetzt unnötigerweise gesoffen. Mist. Blöde Ratte. Dreht sie sich irgendwie hinter mich, ey. Marius im Chat fragt, ob ich das Spiel immer noch scheiße finde. Das war... Ja, ich finde es immer noch nicht gut. Ich finde immer noch, dass das kein gutes Spiel ist. Ja, danke. Okay, na zumindest mal die erwischt. Ich kann mich zwar wirklich, ich kann nichts anderes tun, außer mich Vollgas auf dieses Spiel zu konzentrieren und nicht mit euch reden, was sehr schade ist. Aber... eine latente Fähigkeit, die nach einem Todesschlag Vitalität wiederherstellt. Okay, Todesschläge geben einem Shinobi die Gelegenheit durchzuatmen. Die Atempause wird durch Kämpfe gegen starke Feinde verstärkt. Raraf, danke für das GG. So, jetzt den nächsten Miniboss. Dankeschön, Hoppelhase. Danke, Leute. Dankeschön. Wo war jetzt... Da müsstet ihr mir kurz helfen. War das im versunkenen Tal? Die Kanonenfestung, ne? Dort steht der, glaube ich. Oder ist das schon dahinter? Ist das die falsche Richtung? Es könnte die falsche Richtung sein. Noch eins vorher. Ja, der ist hier draußen. Stimmt. Versunkenes Tal, das hier. Das wird jetzt übel. Das wird richtig übel, weil ich keine Fähigkeiten habe, die ich benutzen kann. Weil mir diese Dinger fehlen. So, der ist... Da ist er, genau.
Konnte ich hier einfach hinspringen? Nö, das geht nicht. Okay. Wie komme ich denn da hin? Ach, jetzt ballern die schon auf mich. Ja, wow. Hä, wie komme ich nochmal dahin? Ah, hier. So, den hier. Ich hasse ihn so sehr, ne? Mit seiner Scheiß-Rumballerei. Hör mal auf. Was ist jetzt? Was? Warum? Ach. Man kann ja die Schüsse abwehren, das wusste ich gar nicht. LOL. Okay, Moment, das ändert ein bisschen was. Nee, es ändert nichts, weil der Schuss einen trotzdem trifft. Get good. Ah. Wieder besonders freundlich heute, ja. Halt doch Maul, ey. Ach, come on. Keine Zeit zum Saufen und nix, ey. Scheißdreck, ey. Was? Was habe ich gesagt? Habe ich das gesagt? Ich bin ja selbst Kacke drin, was?
Ey, diese dumme Rumballerei, Mann! Ey, es ist so eine Scheiße, ne? Dreimal am Ausweichen, Mann! Es ist schon wieder, es geht so schnell, ne? Dieses Spiel. Wenn ich den Gegnern wenigstens auch mit einem Hit das halbe Leben abziehen würde, alles easy. Aber die halten natürlich echt gut was aus. Und das Springen ist auch so kacke in dem Spiel, ne? Diese ewige Verzögerung immer. Ach so, jetzt Hoppelhase, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Hüpf halt, wenn ich A drück, Mann. Oh. Halt dein scheiß Schwert hoch, Mann! Es ist so ein Witz. Unglaublich, echt. Hüpf doch! Drückt dreimal, viermal, fünfmal drückt man auf Hüpfen. Es passiert einfach nichts. Random Scheiße, ey, es ist unglaublich. Dann mal hilft das Spammen, mal hilft's nicht. Mal springt er nicht, mal geht der Gegner in eine Art Stun rein, wenn man ihn
trifft, dann wieder nicht. Dann kann er plötzlich den Dinger ausführen, dann wieder nicht. Alter. Dann hilft das Ausweichen, dann hilft's wieder nicht. Aber ich komme hier doch nirgendwo anders hoch. Ich kann doch nur hier hin und dann steht er doch direkt auf. Wie soll ich ihm denn da direkt ein Leben abziehen? Das geht doch gar nicht. Und das letzte Mal, als ich mich dann hier versteckt hatte, dass ich seine Aggro verliere, der bleibt ewig auf Aggro. Ich wüsste nicht, wo ich hin muss, um ihm ein Leben abzuziehen. Die bleiben ja ewig auf Aggro, die Jungs. Bis zur Brücke. Und dann muss ich random irgendwo... Ja, genau, Alter. Okay. Ah, okay. Es wird ruhig. Die Musik ist vorbei. Setzt er sich jetzt wieder hin? Wo ist er denn? Da. Wie komme ich denn da hin? Okay, nice, danke für den Hinweis. Gut, haben wir den auch erledigt. GG? Ach, weiß ich nicht, ob das ein GG war. So, wie komme ich jetzt hier wieder? Gar nicht. Tod ist tot. Ja, okay. Jetzt muss ich sterben, oder? Ja, ich glaube, ich muss sterben. Ah, ich habe ein Item, das mich zum Bonfire teleportiert. Okay. Gut, habe ich jetzt... Ne, 3 von 4. Einer fehlt noch. Irgendwo war noch ein Zwischenboss.
Wo ist noch ein Zwischenboss? Oh, puh. Wo bin ich noch an einem vorbeigerannt? Mönchstempel oder Nebeltal? Ich würde mir gerne da... Wo ist denn das Nebeltal? Ich würde mir gerne den bei den Affen anschauen. Ich finde die Affen zwar auch irgendwie dämlich, aber ich will ihn mir einmal anschauen. Damit ich weiß, warum ich ihn nicht bekämpfe. Wo ist denn das? China Burg, Umland. Müsste das nicht auch im versunkenen Tal sein? Nee. Tiefen. Hier wahrscheinlich. Nee. Ich dachte, das wäre bei dem großen Affen. Warum kann ich denn nicht zu dem Ding mit dem, beim großen Affen? Kann ich mich da nicht... Oder ist das das? Nee, das ist es nicht. Der ist ja da weiter vorne. Ja, ja. Der Säuferboss. Aber der ist doch viel weiter vorne. Der ist doch bei dem... Oder? Ne, Moment. Hier bin ich jetzt falsch, glaube ich. Muss ich wieder... Da oben irgendwo? Okay, wow. Ah, da. Der da? Aber du bist auch ein Zwischenboss, oder? Oh Gott, da werde ich langsam bei dem. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Da lang? Wow, wow, warte mal. Bei dem großen Affen, wo der große Affe war, das war doch nicht hier. Bin ich hier?
Was ist hier los? Ich weiß es nicht. What the fuck? Warum bist du am Leben? Warum? Löwenaffe nochmal? Lol, warum gibt's den nochmal? Och nee, was ist das denn jetzt? Oh, fuck off, Alter. Nein, 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 der andere ist so gut wie hinüber. Hau nicht ab jetzt! Scheiße. Ich sehe nichts. Perfekt. Er hätte mich doch wohl jetzt den einen Affen killen lassen können, oder? Okay, was war das für ein Zoom? Alter.
Er kommt einfach aus dem Nichts. Lächerliche Scheiße, Mann. Nee, warum bin ich hier? Wo bin ich jetzt schon wieder festgesteckt im Scheiß? Okay. Kann ich die... Das probiere ich jetzt mal. Ich meine, ich habe jetzt schon wieder kein... Ja, ich habe halt... Ich kann es nicht mehr benutzen, ne? Ich habe es nur noch... Zu wenig von diesem Material, dass ich meine Fähigkeit benutzen kann. Lauf halt! Ich sehe nix, ich sehe nix. Na bitte. Ich bin gesprungen. Ah, hallo? Ach so, ah fuck, natürlich. Das stört ihn natürlich nicht mehr, weil er gar kein, weil er nichts mehr sehen kann, der Pumpel, ne? Macht absolut Sinn. Nein, springen, glaube ich. Keine Ahnung, das ist ja auch nicht immer so in dem Spiel. Das ist ja manchmal anders. Weil das Spiel ja einfach super random in manchen Situationen ist. Weil das ja so geil ist. Ah, okay. Nochmal den dämlichen Affen besiegt. Kannst du ihm den Wurm... GZ? What the fuck?
Raff, dankeschön. Was ist das? Was passiert da gerade mit dem Chat? Schneid ihm diesen hässlichen Wurm raus, dass er nicht nochmal aufwacht. Oh. Ah. Okay. Unerwartet. Ich habe, glaube ich, das Richtige getan an dieser Stelle. So. War das hier? Ja. Mehr Leben! Oh, jetzt ist meine Leiste. Dankeschön für die ganzen GGs. Dankeschön. Okay. Jetzt habe ich hier, ich glaube, 3 so Skillpunkte. Ich glaube, irgendwas sollte ich skillen. Die gelben sind die wichtigen, haben wir gesagt. Die gelben sind die wichtigen. Gebetsschläge, Ellbogen und Handflächen. Weil ich nicht weiß, was ich hier bekomme. Tugendhafte Tat erhöht die Menge an Zen und Objekten, die von Feinden erhältst. Aha. Unnütz. Oh, Angriffskraft verbessern. Danke für den Hinweis. Auf jeden Fall, ja. Reduziert den Schaden für die Haltung, wenn ein Feind mit einem Schwert angreift. Reduziert. Oh, das ist natürlich gut. Das will ich haben. Stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag Haltung wieder her. Das ist jetzt nicht so krass. So, und Angriffskraft verbessern. Genau, kopfloser Affe. Angriffskraft erhöht. Gut. Der Raraf benutzt hier gleich die neueste Technik im Twitch-Chat, ey. Ich hab gestern oder vorgestern erst gelesen, dass sowas geht. Ab zum Uhu, ja, ja. Ich glaube, was anderes bleibt mir fast nicht übrig, ne? Drei Bosse down. Der vierte folgt hoffentlich. Ach so, ich muss den ja immer wieder anlabern. Nein! Schnauze! Enough talk! Das wollte ich gar nicht, dass es aus Versehen passiert. Hoppla. Ups. Insubordination.
Stichangriffe? Nee. Haben wir schon gehabt, Raraf. Haben wir schon gehabt. Kriegst du nicht mehr. Die Reaktion darauf bekommst du nicht mehr. Musst du auf YouTube gucken. Die letzte Folge, die rauskam. Aber es hat mich auch irgendwie nicht so hart geflasht, dass er einen Mikiri-Konter macht. Keine Ahnung, war... Ja, weiß nicht. Why, boy? Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Okay. Anvisieren klappt nicht. Auf den Gegner hauen klappt auch nicht. Lassen wir's. Why, boy? Schnauze. Been a while since we did this. Give me your own. Ja, ist ja gut. Ach so, ja, aus dem Fokus. Wow, geil. Heb dein Schwert doch hoch, wenn ich auf die Taste drück. Heb dein Schwert doch hoch, wenn ich auf die verdammte Taste drück.
Sollte ich den Song kennen? Wahrscheinlich. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Ey, du willst es aber gerade wissen, ne? Du Bastard. Alter. Ach, jetzt hat mich der Scheiß nur noch getroffen, ey. Nee. Ach, ja, ist ja gut, Mann. Arschgeige. Their will must be obeyed. Yet, I'm sensing some insubordination. No more than a stray dog after. Ich muss in dem Spiel halt leider auch, keine Ahnung warum, aber meine Hände verkrampfen am Controller. Und meine Stimme auch, ey, hier geht gar nichts. Meine Hände verkrampfen am Controller ganz extrem bei dem Spiel, weil mich das so in Panik versetzt und in, keine Ahnung. Ich weiß nicht Panik, sondern so in so einen Stress, in so einen unnötigen Stresszustand, den ich in kaum einem anderen Spiel bei Lies of P ab und zu mal. Aber hier ist es, ich weiß nicht, in dem Spiel, also gerade bei so Bossen, die auch so furchtbar seltsam manchmal sind. Also der hier jetzt nicht, der ist nicht so seltsam, aber dadurch, dass ich vorher so hart gestresst wurde durch das Spiel, bin ich jetzt im Kopf schon so unter Strom. Dass ich mich da auch nicht so richtig konzentrieren kann. Und jetzt hat er gerade, warum auch immer, wieder sein Schwert nicht hochgenommen. 3 Treffer muss ich kassieren und ich hämmer auf die Schwert-Hochheben-Taste, aber bam, Treffer auf mich, bam, Treffer auf mich, kein Schwert geht hoch, bam, noch ein Treffer auf mich. Ja. Raise the sun. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. One. Wow. 2 Treffer. Und ich habe schon mehr Leben jetzt. Der Fail-Weltrekord. Unthinkable.
Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Was soll denn eigentlich dieses... Das nervt mich auch so hart, wenn er das macht. Warum geht er manchmal in die Hocke und macht einen auf... Ich bin ein kleines Mädchen, hau mich nicht! Was soll denn das? Warum macht er das ab und zu? Und dann kann man nichts machen in dem Moment. Das hat nichts mit der Ausdauerleiste zu tun, wenn die voll ist oder sonst irgendwas. Bei manchen Treffern macht er das, bei manchen nicht. Ich verstehe das nicht. Wurde mir auch nie gesagt in dem Spiel. Enough talk. Been a while since we did this. Give me your... Was soll das? Warum? Warum? Ich war sogar gerade eben... Ich habe nicht mal einen Treffer kassiert oder irgendwas und er geht einen auf... Und duckt sich. Ach ja, genau, natürlich trifft. Na, ich hab eh nichts zum Heilen, ne? Ich hab eh nichts mehr zum Heilen. Dass ich ihn jedes Mal anlabern muss, ne? Es ist auch so bescheuert. Warum kann er nicht einfach hier auf mich warten? Subordination.
Jetzt muss er mit seinem Explosionsnebel die ganze Zeit kommen, weil ich jetzt mehr auf ihn draufhauen versuche. Ja, macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Dass er auf meine Eingaben und mein Verhalten reagiert. Ist auch gut so. Könnten Sie bitte mitkommen? Kommen Sie bitte mit. Es ist so ärgerlich, dass er nicht mitkommt, ne? Kann ich mir irgendwie... Gibt es in Sekiro Helferbots, NPCs, die einem helfen? Irgendwie? Kann man sowas? Gibt es hier sowas? Nee? Oh, schade. Es macht lautlos und unsichtbar. Das brauche ich nicht. Reduziert für kurze Zeit den Schaden der Haltung. Erhöht den Schaden an Haltung und Vitalität. Es gibt eine Glocke, die gibt dir einen permanenten Buff. Was? Why? Enough talk. Ach so, wait. Ah. Ja, ja. Ey, ich versuche mich zu buffen. Hör auf, ich will mich buffen. Hör auf jetzt. Ich kann nur einen Buff aktiv haben. Was ist das denn für ein Schmutz? Ein Buff für mich und einer für die Waffe. Okay, dann brauche ich noch was für die Waffe in dem Fall. Reduziert den Vitalitätsschaden oder erhöht kurz den Schaden an der Haltung. Dann lieber so und dann Beruhigungsmittel. Verringert angesammeltes Grauen. Das ist für mich hier diese Mittel. Okay, lila Kürbisflasche. Was macht die? Füllt sich beim Rasten wieder auf. Reduziert die Ansammlung von Grauen. Okay. Kleines Buddha-Abbild mit Runen im Gebet zwischen den Händen gehalten. Stellt das eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Gibt nur einen Waffenbuff. Okay, das Konfetti. Göttliches Gras. Ich hab noch. Nee, ich will da fest drauf beißen. Oh. Lass mich bitte. Warte kurz. So. Niemand tötet mich, außer ich mich selbst. Göttliches Konfetti. Aber da, oh, da sieht man halt wieder nix, ne? Das ist so ein Scheiß, dieses Konfetti. Flötensignal. Aha. Für eine scheiß Flöte brauche ich Geistembleme. Super. Springenden Gegnern größeren Schaden zu. Springenden Gegnern. Also ich würde ja sagen, der springt, ne?
Wie benutze ich nochmal den Scheiß? Ich hab's vergessen. Ich weiß, dass ich auf Y wechsle, aber wie benutze ich es? Diese Geistembleme sind auch irgendwie nicht so der Hit, dass man die für jeden Scheiß braucht. Also ich meine, es macht ja Sinn, dass es irgendwie eine Art von Munition... Hallo! Heb doch dein scheiß Schwert hoch, wenn ich drück! Und schon wieder. Kleines Mädchen ist am Start. So, jetzt können wir anfangen zu kämpfen. Jetzt bin ich bereit. Weiß ich, ob der Buff dann noch hält, wenn ich fertig bin mit ihm im Gespräch? Wird das pausiert? Ist sowieso egal, weil ich ständig sterbe. Ich müsste eigentlich, die Buffs muss ich mir aufheben, bis ich das besser hinkriege gegen den. Aber ja, es ist sowieso, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, okay. Okay, okay. Raraf, ich weiß nicht, ob ich noch 5 Versuche mache.
Jedes Mal anlabern, ne? Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Halt doch dein scheiß Schwert hoch, Mann! One. The parent is absolute. Their will must be obeyed. Yet, I'm sensing some insubordination. Wie kommt der da raus? Ne, der kommt gar nicht raus, ne? Wenn ich hier hinstehe. Komm. Lol. Er war einfach weg. Jetzt ist er da. Okay. Er ist einfach unsichtbar. Er ist der Unsichtbare. Nice. Ich würde hier gerne Bärenfalle hinlegen. Und eine richtig schöne, die ihm die Beine kaputt macht. Kann ich hier eine Bärenfalle hinlegen? Oder eine Bananenschale wird erstmal reichen. Bringen mir die Fähigkeiten irgendwas? Nee, ne. Ich weiß nicht, der Kampf hier, also Genichiro fand ich cool, den Reiter fand ich cool, ich fand den Schmetterling cool, die haben alle Spaß gemacht. Der Affe hatte schon auch was, also die Art und Weise, wie der Affe funktioniert, es ist zwar ein super nerviger Kampf, nicht ganz so ekelhaft wie der Bulle, ich fand den Bullen widerlicher. Das hier ist wieder so ein, das ist ein richtiger Nervbolzen hier. Können wir noch mal drüber reden? Ich kann das Bike doch nicht leiden. Kannst gerne sein Blut haben. Nee. Ich verprügel den schon irgendwann, aber es ist halt ein bisschen ein nerviger Boss. Aber sowas gibt's halt ab und zu. Nur in diesem Spiel hat leider zu viele davon. Einer nach dem anderen. Für mich. Und dann immer wieder diese Mechaniken, die dann manchmal funktionieren und manchmal nicht. Und das Springen geht nicht richtig. Dann ist man wieder magnetisch auf Holzstämmen, dann wieder nicht. Dann, also ja. Dann kann ich doch runterfallen von einem Holzstamm. Aber im nächsten Versuch, wenn ich in die Richtung springen will, bleibe ich erstmal dran kleben an dem Holzstamm. Ach ja. Also, diese Randomness in dem Spiel, die macht mich einfach ein bisschen fertig. Die ich nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe es einfach nicht. Hier mit diesem, warum geht er ab und zu in so eine Deckungshaltung und hält seine Hand hoch? In der Zeit kann ich dann das Schwert nicht hochhalten. Die Ausdauerleiste ist nicht oben. Ich habe keinen Treffer kassiert. Das macht er einfach so random mal zwischendurch bei irgendwas. Keine Ahnung. Nicht erkennbar wann. Hat einem nie jemand gesagt, wann er das macht. Das ist einfach, ja, passiert halt. Also, naja. Ich kann's immer noch nicht. Ich finde das Spiel immer noch unglaublich
Also das ganze Kampfsystem, das Außenrum und so. Wenn man mal das ganze Kampfsystem rausnimmt, wenn das gut wäre, das Kampfsystem, könnte ich mich vielleicht mit dem Spiel anfreunden, aber so wie es ist, vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Kann gut sein, dass ich damit nicht klarkomme. Über so Sachen, dass man an Bäumen festklebt und mal nicht wegspringen kann. Oder dass das an Kanten festhalten nicht funktioniert. Dass ein Gegner plötzlich unsichtbar wird und so. Da kann ich drüber hinwegsehen. Alles kein Thema. Aber hier steht halt das Kampfsystem irgendwo im Vordergrund und das funktioniert nicht so, wie es erklärt wurde. Und manchmal halt doch und manchmal nicht. Und dann muss man aber selber rausfinden, wann und wann nicht. Beim Schwungangriff muss ich dann... beim Grab muss ich dann ausweichen. Aber dadurch, dass es ein Schwung-Grab ist, muss ich wieder drüber hüpfen. Aber das Spiel hat gesagt, bei einem Grab muss ich ausweichen. Stimmt aber in dem Fall wieder nicht. Dann hätten sie das mit den Erklärungen auch komplett sein lassen können, ne? Dann hätten sie auch gleich die Erklärung ganz weglassen können und sagen können, fick dich, Spieler. Dann komm halt alles auf alles selber. Aber Erklärungen, die dann halt nur halb stimmen, weiß ich nicht, ob das geil ist. Weiß ich halt dann auch nicht, ne, ob es das cool macht. Ich meine, immerhin haben sie es versucht. Es hat halt nicht richtig funktioniert, ne, mit den Erklärungen. Und dann die Beschreibungstexte, die sind ja auch der Shit auf Deutsch, ne? Also die deutsche Übersetzung ist, kommt ja dann auch noch dazu. Ganz wild. An manchen Stellen. Das ist sogar ein kompletter Kill. Warum ist das jetzt ein kompletter Kill? War das schon immer ein ganzer Kill? Er hat doch mal diesen Mikiri-Konter bei mir gemacht und keinen ganzen Kill gemacht. Wieso war das jetzt ein ganzer Kill? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Er hat den auch schon mal bei mir gemacht, da war es, glaube ich, kein ganzer Kill, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Was? Warum? Nee, ich kann das mit dem Spammen, muss ich wieder aufhören, glaube ich. Das finde ich, weiß nicht. So komme ich auch nicht wirklich klar. So, dann versuche ich lieber den richtigen Moment zu treffen. Du hast mitgezählt, ernsthaft? Ich habe zwischendurch gar nicht gespielt. Und habe mich einfach killen lassen. Aber gut. Why, boy? Enough talk. Been a while since we did this. Give me your all. Ha!
Wieso kann er sein Schwert manchmal recht schnell hochheben und manchmal nicht? Also, das war jetzt schon wieder so ein... Da ging's jetzt wieder, manchmal geht das nicht. Verstehe ich nicht. Warum? Hallo, heb dein Schwert hoch. Guck, jetzt hat mich der Nukiri-Konto übrigens nicht vollständig gekillt. Ich dachte, er tut's, aber er hat's nicht. Warum auch immer. Einfach random, wie viel Schaden sein Nukiri-Konto mir macht. Das ist auch so, okay, alles klar, cool. Manchmal killt er dich, manchmal nicht. Ich hatte nicht mal volles Leben gerade und er hat mich nicht gekillt. Vorhin hatte ich volles Leben und er hat mich gekillt. Wild. Hallo? Ja. Gut. Lassen wir das. Ich werde irgendwann anders nochmal ein bisschen, wenn ich ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, die Muße habe, werde ich hier reingehen und dann 1,5 Stunden diesen Boss üben. Und das Lernen wahrscheinlich einfach nur auf einen zufälligen, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, was ich lernen soll, ehrlich gesagt. Ich verstehe es noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, ob ich an den falschen Momenten drücke oder, keine Ahnung, Leute auf YouTube. Vielleicht finde ich es irgendwann raus. Und vielleicht, wenn ich es dann rausgefunden habe, vielleicht finde ich ja doch irgendwie Gefallen an dem Spiel. Aktuell tut's mir leid. An alle, die gehofft haben, dass ich irgendwie Spaß in dem Spiel finden würde oder irgendwie sowas. Zwischendurch war er mal da, aber aktuell schwierig. Schwierig. Ich werde Sekiro jetzt erstmal wieder pausieren. Und nach Elden Ring nochmal reinschauen, denke ich. Vielleicht schiebe ich es ab und zu mal dazwischen, so am Dienstag, aber ich weiß es nicht, Leute. Ich muss es spontan entscheiden. Aber danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.